Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich habe gedacht, da ich auf dem Android nur 5 Minuten aufnehmen konnte, jetzt habe ich zweimal 5 Minuten aufgenommen, werde das halt zusammenschneiden. Habe ich gedacht, ich mache auf dem PC noch so eine kurze Zusammenfassung. Uff, Entschuldigung, ist ein bisschen warm hier. Bin ein bisschen durchgeschwitzt, das ist hier nämlich über 30 Grad in der Bude. So. Und zwar, ich habe extra hier das Logo von Slowdown, habe ich hier reingepackt. Ich werde das mal so ein bisschen so machen, dass man das vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen schöner so. Dann kann ich meine Cam schön groß machen. Ja, ist ein sehr schönes Spiel. Mir hat es mehr Spaß gemacht auf dem Android, weil ich da irgendwie besser zurechtgekommen bin als mit den Pfeiltasten. Ich bin mit den Pfeiltasten gut klargekommen. Auf dem PC, das war sehr schön. Ich werde es auf dem PC auch auf jeden Fall weiter spielen, weil das sich gut spielt. Und ich muss halt gucken, dass ich das so hinkriege wie auf dem Android. Weil wenn man das so in der Hand hat und mit Daumen, das macht sich besser als mit den Pfeiltasten. Oder auch wenn man so mit der Pfeiltasten mit beiden Fingern macht, macht sich das hier mit den zwei Daumen und wenn man so auf dem Android spielt, viel besser. Ich werde das auch mal auf dem Tablet draufklatschen und mal auf dem Tablet spielen und mal da begutachten. Ich werde euch den Link für das Spiel werde ich euch auch noch unter dieses Video packen. Ich habe praktisch unter der PC-Version ist der Link, unter der Android-Version und unter dem Video ist auch der Link. Ich bin sehr dankbar, dass ich spielen durfte, dass sie mir netterweise die Exe-Datei für den PC zur Verfügung gestellt haben. Ob es für Steam oder ob es mal allgemein als PC-Version zur Verfügung stehen wird, weiß ich nicht. Das kann ich euch bei bestem Willen nicht sagen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Das ist ein kleines, schönes Spiel, was man unterwegs mal spielen kann oder auch halt einfach mal so, wenn man zu Hause sitzt und ein bisschen spielen will. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich bin eigentlich nicht so der Android-Spiel, also ich spiele auf meinem Android eigentlich gar keine Spiele, aber das Spiel hat mir echt Spaß gemacht. Na gut, ich habe dann noch so ein Koi-Spiel, das spiele ich auch, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist ganz selten. Ja, und das hat mir Spaß gemacht. Das ist, da hat man den Anreiz auch wirklich ziemlich langsam ins Spiel zu kommen und dann guckt man halt, wo kann man am besten und wie kann man am besten den Ball bewegen, damit man da schnell weit weg vom Ziel kommt und da nicht so oder ziemlich lange vom Ziel wegbleibt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Guckt euch einfach mal, also für die Leute, die jetzt gerade dieses Video gucken, guckt euch einfach mal die PC- und die Android-Version an. Ich habe beide Videos, werde ich auch vielleicht noch in die Videobeschreibung posten oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich es am besten mache. Ich denke mal schon, ich werde die PC- und die Android-Version, werde ich auch als Video in die Videobeschreibung posten. Dann könnt ihr denn da mal hinspringen und euch das angucken. Auf der Android-Version bin ich definitiv besser vorangekommen. Da habe ich schneller die Sterne erreicht, um das nächste Level zu machen. Auf jeden Fall von mir ein Daumen hoch für das Spiel. Macht echt megamäßig Spaß. Guckt da mal rein. Wenn ihr das ist gratis im Store. Also im Google Play ist es gratis. Ich mache euch, wie gesagt, den Google Play-Link auch noch drunter. Android, ach Quatsch, für iOS kommt jetzt, so wie die Entwickler mir gesagt haben, jetzt die Woche. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sobald ich da einen Link habe, werde ich euch den auch unter das Video bzw. unter die Videos posten. Müsst da mal rinkicken. Guckt da einfach mal rein und wenn ihr gespielt habt, lasst doch mal unterm Video einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, ob ihr damit gut zurechtgekommen seid, ob es was für euch ist oder nicht. Ich würde mich freuen. Ich verabschiede mich bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.